Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu White Knight Chronicles. So, meine Lieben, ich habe mich hier wieder bis an diese Stelle vorgekämpft und habe die Monster sogar schon getötet, weil ich mir ja nicht sicher war, ob das nun richtig ist oder nicht. Aber als ich das letzte Monster getötet hatte, da kam die Meldung, dass nun der Teleporter wieder funktionieren würde. Dementsprechend gehe ich mir davon aus, dass wir halt jetzt hier diesen Teleporter benutzen können, der vorher halt nicht aktiv bzw. gesperrt war. Und es funktioniert auch. Sehr schön. Und ich hoffe, der bringt uns jetzt an unser Ziel. Das sieht jetzt irgendwie nicht so nach meinem Ziel aus. Na toll. Ganz toll. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, wenn ich den Teleporter schon reaktiviert habe, dann brauche ich die großen Monster nicht mehr töten. Das heißt, in den Räumen, wo das große Monster für die Reaktivierung zuständig war, da ist dieses Monster dann halt einfach nicht mehr da. Das heißt, es sind da nur noch die kleinen da. Das ist ja schon mal gut. Ich muss allerdings jetzt hier natürlich wieder gucken, wo geht's weiter. Welcher ist jetzt der richtige Teleporterraum? Ich glaube, ich werde einfach mal versuchen, mich hier rum zu schummeln. Na, da hat mich einer gesehen. Aber es war, glaube ich, kein... Doch, es war der Große. Oh nein. So, okay, wir wollen mal eben hier gucken. Ich will ja nur mal hier gucken, ob dieser Teleporter aktiv ist. Du kannst den im Kampf nicht verwenden. Komm. Lass gut sein. Da ist ein magisches Transportgerät. Die Plattform verwenden? Nein. Okay, das sagt mir nämlich, dass dann die andere Seite zu sein muss. Beziehungsweise, ja, inaktiv oder wie auch immer ich das nennen kann. Dann können wir jetzt hier auf jeden Fall die beiden mal eben alle kaputt machen. Ich verwandle mich natürlich dafür. Dann geht das schneller. So, und dann hoffe ich hoffe wirklich, dass das dann der letzte Teleporter ist. Weil es wäre ganz toll, wenn das so wäre. So, und... Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt können wir direkt nochmal Armageddon machen. Ja, aber wir schaffen das. Juli ist da auf jeden Fall fleißig am Zaubern und alles. Der hat Ifrits Fluch drauf gemacht. Nun mach doch mal. Was ist denn das Problem? Ich habe doch 5000 Mal gedrückt. So, sehr schön. Okay, jetzt hier wieder auf diesen Eisengolem drauf. Was mit Sicherheit nicht allzu lange dauern wird, denke ich mal. Denn er ist schon sehr gut angeschlagen. Ich muss echt aufpassen in letzter Zeit, dass ich mich nicht so verhasple von dem, was ich sagen will. Weil irgendwie manchmal denkt der Kopf schneller den Satz zu Ende, als ich ihn sprechen kann. Habe ich gerade nur 23 Schaden gemacht? Ernsthaft jetzt? Kann doch nicht sein. Ah, okay. 313. So, jetzt du hier, mein Freund. Jetzt bist du dran. Sehr schön. Der hat auch nur noch die Hälfte ungefähr. Ungefähr die Hälfte. Und Ifrits Fluch hat sie wieder drauf gemacht. Sehr schön. So, komm hier. Kriegst du noch Talion ab. Und stirb. Na, das war's. Perfekt. Sehr schön. Ja, Mensch. Dann würde ich sagen, marschieren wir halt mal direkt weiter zur zweiten Plattform. Moment. Es gab gar keine Meldung, ne? Es gab gar keine Meldung. Ist mir gerade aufgefallen. Heißt das, die zweite könnte jetzt auch aktiv sein? Oh, das wäre aber blöd, oder? Das wäre aber mal richtig blöd. Oder hier steht jetzt noch irgendwo ein Monster rum. Entweder oder. Nö.
Nö. Ja, toll. Welche ist denn jetzt die richtige? Oh Mann, ich mag das nicht mit diesen ganzen Plattformen. Echt. Das ist uncool. Ich nehme jetzt einfach die hier. Ja, komm, wir gehen halt drauf. Was soll ich machen? War das richtig? Es lädt? Es lädt? Ich glaube, es war richtig. Sehr schön. What has he done? The princess! Gods, no. Does he have it? You'd better not have hurt her. Listen to me. I have finally succeeded. The Knight's Ark is mine. It is only natural, of course. After all, it was mine in the first place. You bastard. What have you done to Cisna? I'm afraid she resisted a bit too much. But I have ways of controlling people, and she eventually sang her little spell. You've lost your mind. But quite tragically, I think she may have caused herself some damage when she tried to resist me. Give her back! Oh. And if I refuse? Why don't you come get her yourself? Fight me for your precious princess, knight against knight. Oh, Adelmaya, shining sovereign, supreme light of the ancient skies. Grant me your power, Virto. My lord is a knight. Allmächtiger Ritter, der Sonnenkönig. That's him. The Sun King. Well, what goes up must come down. Right then, stay on your toes. Let's show him. Und ich habe keine AC. Bäm, 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 bäm. Ja, das kann ja dauern. Ach so. Hahaha. Oh Mann. Habe ich vielleicht irgendetwas, um da ein bisschen nachzuhelfen? Ich könnte ja mal gucken, ob ich da irgendwas habe. Energietrank. Verbrauchsgegenstand. Ein Getränk, das einer Person 5 Aktionschips gibt. Na, das ist doch schon mal was. Ach, guck mal, der hat ja gar nicht so viel. Warum mache ich mir hier so einen Stress? Warum benutze ich das denn auch noch? Schaut euch das mal an, der ist ja schon fast platt. Ey, das gibt's doch nicht ernsthaft jetzt. Ist das denn wirklich euer Ernst hier? Wollt ihr mich fertig machen? Wozu habe ich jetzt den Energietrank benutzt? Das war ja mal voll sinnlos. Guck mal, der ist ja jetzt gleich schon platt. Was bist du für ein schwächlicher König? What is this? So, it's your doing. My queen! Princess!
must retreat. All my power is gone. I leave you to destroy them. Oh, Denevis, deliverer of dark and dread, ruler of the ancient shadows, grant me your power. Bertol! Can you save her? I think so. Nemus the Heart. My healing spell should save her. Leonard, we have to stop Kara. Right! Okay, vom Regen in die Traufe, sage ich immer wieder. Jetzt haben wir den Black Knight vor uns. Unsere liebe Kara, sozusagen. Vielleicht hat sie ja mehr drauf als ihr Bruder. Denn ihr Bruder wurde ja gestört von Cisna. Wahrscheinlich war er deswegen so schwach. Sieht doch ganz danach aus, als wäre es so. Kann das sein? Oh, Juli hat kaum noch TP. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, da werde ich mal eben einen Charakterwechsel machen. Auf Juli, damit sie mal eben sich einen Heil-Mana-Trank geben kann. So, sehr schön. Und Charakterwechsel wieder auf Leonard. So, und dann mache ich hier gleich meinen... Ach, ich glaube, ich mache jetzt schon meinen Ritter. Ist doch eh alles egal. Nicht Getränke, Tränke. Nein, Gegenstände meine ich, keine Gegenstände. So, jetzt ist das doch schon mal ein bisschen gerechter hier, ne? Und ich habe Talion, vergiss das nicht. Ich kann dich umbringen. Sehr schön. 500. Das ist cool. Und ich habe noch mega viel MP. Sehr schön. Oh, heilt die sich? Nein, sah gerade so aus. Doch, die heilt sich. Oder? Was treibt die da? Was auch immer, ich habe ihr auf jeden Fall wieder Schaden gemacht. Vielleicht hat sie ja auch nur Kraft gesammelt. Achso, Black Knight sammelt Kraft. Jetzt hat sie Kraft gesammelt. Du bist gleich platt. Da guckst du. Ah, ich hab sie gleich platt gemacht. Sehr schön. 438. Sie hat nicht mehr viel. Oh, Juli hat schon wieder keine TP mehr. Aber ich hoffe, es reicht noch. MP meine ich, nicht TP. So, komm. Ein Schlag noch, dann ist sie weg. Das war's. So it's over then. I remember now, Kara. Once, long ago. Caesar. We were raised in Cinca Village. I remember holding your hand, running through meadows of flowers. They were happy times. And Seti. I remember our brother, too. Kara. What Seti is trying to do isn't right. It's true. Our brother has been blinded. The knights have blinded him. Caesar. Leonard. We can help him.
Together we can bring him back to his senses. You know we can. Yes. Lady Kara, will you betray our lord? It's over, Shapur. I cannot follow your lord any longer. What? Kara! Betrayal cannot be forgiven. How can you, of all people, not understand what our master is trying to do? You pitiful fool. O Dinavas, deliverer of dark and dread, ruler of the ancient shadows, Shapur. Grant me your power. Your power. I think it shall be mine now. Verto! Kara! Wow, was ist denn aus ihm geworden? Der Chaosbringer, der schwarze Thronräuber. Ach du Scheiße, und ich bin hier so ein kleiner Knoppelpups. Obwohl, ich kann mich verwandeln. Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Komm schon. Der hat mir, glaube ich, gerade was geraubt, ne? Deswegen muss ich mich schnell verwandeln. So, komm, wir machen hier einfach alles drauf, was wir haben. Auf den Kern! Sehr schön. Ja, der freut sich ganz schön hier. Juli verwendet Heiltrank auf Eldor. Okay. Sollte mal lieber MP-Trank nehmen. So, wir machen nochmal Armageddon. Auf den Kern. Sehr schön. So, und jetzt machen wir andere Sachen. Sonst kostet das zu viel Kraft. Komm schon. Greif ihn an. Stich ihm ins Herz. Sehr schön. Okay, Juli ist fleißig dabei. Lennart ist fleißig dabei. Und Eldor, wo ist Eldor? Was macht er eigentlich? Ich denke mal, er ist auch fleißig dabei, oder? Ja, wir schaffen das. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden hier. Na komm, nimm mir den Kern nicht weg. Ich muss draufhauen. Ja, sehr gut. 76 MP haben wir noch. Das ist nicht mehr ganz so viel, aber wir werden das schon noch schaffen hier. Oh, was hat er jetzt vor? Jetzt hat er wahrscheinlich gleich gar nichts mehr vor. Tödliche Explosion von schwarzer Thronräuber. Oh, oh. Okay, wir haben's. Perfekt. Haben wir es doch nicht? Was soll denn das? Der ist ja auf einmal... Ich dachte, wir hätten ihn geschafft. Habe ich irgendwas verpasst? Was habe ich jetzt verpasst? Der ist gesunken, ne? Vielleicht sollte ich seinen Kopf jetzt eher angreifen. Torso. Okay. Oh, ich habe echt nicht mehr viel Zeug hier.
Ah, das war nicht so gut. Ich mache jetzt mal nur noch den Stoß. Aber ich glaube, das wird uns auch nicht helfen. Ich könnte mal gucken, ob ich auch sowas wie ein MP habe, aber einen Mana-Tank, doch, habe ich sogar. Komm schon. Ich drücke doch immer. Ich drücke immer und drücke und er macht es immer nicht. So, direkt noch ein. Na komm, 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 komm. Ich drücke, ich drücke, ich drücke. So, geht doch. Okay, wir haben wieder 100. Dann greifen wir hier nochmal weiter an. Ich hoffe, Eldor ist wenigstens jetzt fleißig am Heilen. Wahrscheinlich ist es gerade auch so, dass er zwischendurch halt jetzt öfters heilt. Ah, Juli sieht nicht gut aus. Eldor sieht auch nicht gut aus. Na komm schon. Sehr gut. Aber er hat noch so viel, ne? Ich dachte, wir hätten ihn geschafft. Oh. Bei mir sieht es nicht so gut aus. Eldor, ich verlasse mich auf dich. Dankeschön. Okay. Okay, Eldor ist fleißig dabei zu heilen. Das ist ja schon mal was. Ich greife fleißig an. Aber ich habe echt nicht mehr viel MP. Na, gleich ist Schluss. Und er treibt mich immer weiter von sich weg, habe ich so das Gefühl. Oh oh, es sieht echt nicht gut aus hier bei uns. Die Hälfte haben wir gleich schon. Ich glaube, jetzt haben wir die Hälfte. Die Hälfte haben wir runter. Eldor hat bald keine MP mehr. Oh oh. Also wenn danach noch eine Runde kommt, ja, haben wir aber ein echtes Problem. So, ein paar Mal kann ich noch angreifen. Leider nicht mehr sehr oft. So, okay. So, und da müssen wir gleich mal gucken, dass Juli vielleicht mal ein bisschen MP wieder dazu kriegt. Aber ich glaube, allzu viel haben wir da gar nicht. Oh oh, Juli. Darfst jetzt nicht sterben. Okay, das war's. So, ich mache erstmal Charakterwechsel auf Juli. Und dann muss ich jetzt erstmal gucken. Sie hat noch Mana-Tränke. Alle nehmen. Alle Mana-Tränke nehmen. Ja, die geben mir nur 25. Ist ja echt nicht gerade viel. So, noch einen Mana-Trank. Den Energietrank geben wir mal Lennart. So, und jetzt hat sie nichts mehr. Gut, Charakterwechsel auf Eldor. Was hat er so an Mana-Trank? Hat er noch zwei Stück? Können wir noch Juli geben? So, Mana-Trank auch noch Juli geben. Und dann den anderen Energietrank, den geben wir nochmal Lennart. Oh, ich bin zu weit weg von dem. So. Okay, jetzt wieder wechseln auf Lennart. Und dann können wir wieder zum Ritter werden. Sehr gut. So, Juli, ich hoffe, du überlebst das irgendwie. Ach Gott, er hat ja nicht mehr viel. Der Dicke hier. So, jetzt haben wir erstmal wieder 200 an MP. Das ist schon mal gut. Da kann ich wieder öfters den Steinschnitt machen. So, okay, es sieht nicht so schlecht aus jetzt. Aber ich hätte mir echt ein paar stärkere Mana-Tränke kaufen sollen.
Sehr gut. Ja, komm, wir überleben das noch. Irgendwie überleben wir das schon noch. Er ist fast tot. Sehr schön. Ja, jetzt hat Juli schon keine MP mehr. Das heißt, sie kann nicht mehr heilen. Eldor kann auch nicht mehr heilen. Jetzt wird's kritisch. Jetzt muss der hier sitzen, Mensch. Und hoffentlich dann auch sterben. So, jetzt aber. Jetzt bist du tot. Kara! Hang in there! Kara! Caesar. I'm so glad I met you. Caesar, you were my friend, weren't you? Kara! Don't! We can make this all right again. Kara! No. I was wrong about too many things. I messed up. But I hope you still think of me as a friend. Kara, more than that. Don't you know? To me, you're so much more. Thank you. Caesar, it's time. Princess Cisna, what is she doing? It's all right. Leonard, are you okay? What happened? My body. Perhaps you used too much of your power. Here, let me help you. Come on.
So that's how it starts then. The greatest war of them all. These knights. Why were they ever made? From age to age, the souls wandered, and not even the passing millennia could quiet their ancient sentiments. But there was another soul, one that was more powerful, more wicked than all the rest, who waited patiently for the time of the Great Awakening, its ancient pulse beating in the black of darkness. Comrades, the time has come to save this beautiful land and free it from the hands of a corrupt and dying monarchy. I will use this power the gods gave me to fight. You have my oath. Now, together, we shall take the first step toward rebuilding the home our souls yearn for. Very soon we will have our empire. The position of the knight seems to have boosted your soldiers' spirits. Do you think so? I see only fear and awe in their eyes. But that will suffice for now. Once we have realized our dream, then true peace will come to us in turn. Isn't that right, High Priest Ladon? This day marks a new beginning for us! Today! Ishrenia rises from the pages of history to live again! Yeah,
Fortsetzung folgt. Ja, meine Lieben, das war das Ende von White Knight Chronicles 1. Es gibt aber noch einen zweiten Teil. Das ist ja jetzt wirklich so ein richtiges Fortsetzung-Folgt-Ding. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Projekt gefallen. Ich muss ehrlich sagen, seit die Online-Funktion weg ist, kommt man relativ schnell durch das Spiel. Das hätte ich selbst auch nicht gedacht. Aber so ist das nun mal. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie ihr das Spiel fandet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen zu dem Projekt. Ich persönlich möchte jetzt gar nicht so das Lied kaputt quatschen. Deswegen verabschiede ich mich nun ganz schnell. Wir sehen uns in neuen Projekten, alten Projekten wieder. Bis dahin, tschüssi! Kino Kino